Mega Man 8! Oh Gott, Mega Man hat eine höhere Stimme als... Raul, aber egal. Naja, jedenfalls... geht's weiter mit Let's Wait for Christmas. Ja, ich habe jetzt auf die Schnelle Mega Man 7 gezockt, weil ich zu dem hier zurückkehren wollte, denn... Oh Gott, ich muss niesen. Okay, vorbei. Ich musste doch nicht. Ich konnte es unterdrücken. Ach, ja, ich habe hier während der Aufnahme von Mega Man 8 bemerkt, scheiße, Kyle, du nimmst mit Alter City auf und mit Fabs. Habe ich unterbrochen und ja, wir sind jetzt wieder hier bei Force Man. Ja, davor haben wir die vier Gegner gesehen, bei denen ich jetzt hänge, denn Mega Man 8 habe ich bis heute noch nicht durchgespielt. Und ja, sind jetzt in den ersten vier Robotern zurückgekehrt und einer davon ist Force Man. Ja, gerade eben hatten wir Freeze Man, jetzt Force Man. Und oh Gott, hoffentlich stelle ich jetzt mich besser an als beim ersten Mal. Wir hatten hier bei der letzten echten Aufnahme hier Game Over. Oh Gott, Mega Man 8 ist geil. Ah ja, was ich noch sagen muss, jetzt hier bei den Fledermäusen nicht hier kommen und auch selbst an Mega Man selber, werde ich an den Sprites sozusagen Fehler bemerken. Ja, das liegt daran an meiner AT-Grafikkarte. AT scheißt auf OpenGL und ja, deswegen habe ich jetzt ja was anderes als OpenGL und das sieht so scheiße aus. Oh Gott, ich vermisse meine Nvidia-Grafikkarte. Die war immer so schön kompatibel zu jeder Scheiße. Man, ja, und man unterstützt die immer so gut. Gothic 1 und 2 laufen auf Nvidia bei auf Windows 7 nicht. Und was macht Nvidia? Die fixen das. Ja, und was macht ATI? Die scheißen auf OpenGL. Schweinerei. Und ja. Ich hasse dieses Level mit Jump, 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 Slide, Slide. Aber ich... Leute, die von euch das Spiel kennen, die wissen, was ich meine. Scheiße. Ja, Mega Man 8, es ist eigentlich so komisch, dass es nicht auf der N64 rauskam. Ja, alle Teile sind auf einer Nintendo-Konsole rausgekommen. Was machen die bei Teil 8? Die gehen auf Sony über. Naja, haben sie wohl wegen der Hardware gemacht. Weil ich finde solche 2D-Spiele wie dieses hier einfach so... Scheiße, es kommt davon, wenn man sich mal umdreht. Egal. Jedenfalls finde ich 2D-Spiele, wo das Medium CD ausgenutzt wird, voll ausgereizt wird, ist sowas von genial. Ja, dann sehen wir sowas wie hier. Klasse Soundtrack, klasse Grafik, ja. Gibt nur wenige Spiele von der Seite. Alter. Ich will nicht verkacken wie letztes Mal. Es gab eine Testaufnahme, also vor dem LP. Und da habe ich diese Schlittenfahrt hier, die Skifahrt, beim ersten Mal geschafft. Bei volle Konzentration. Der Sack geht mir jetzt schon auf den Sack. Ich bin abgereckt und habe immer noch viel Leben. Ah ja, Grafik mag scheiße sein, aber ich freue mich, dass das Mega Man 8 wenigstens überhaupt läuft. Scheiße, dreh ich nie wieder Keil um in einem LP. Geschafft? Ich bitte ja. Ja! Oh Gott, aber es gibt noch eine schlimmere Fahrt, das muss gesagt werden. Und ja, cool, dass es verpackt ist. Oh mein Gott, wie schnell es Nacht wurde. Fuck. Was ich cool finde, das wollte ich in Mega Man 7 erwähnen, aber bei der Aufnahme, die nicht online kam. Und zwar, es gibt hier Force Man. Scheiße. Und ja, Force Man kommt in Mega Man 10 vor. Und ja, ihr wisst ja, Mega Man 10 ist ein 8-Bit-Spiel. Und ich find's geil, dass sie den Force Man aus dieser Grafik hier dann in 8-Bit konvertiert haben. Genial. Entscheid dich mal, Kerl. Fuck. Mann. Oh, wie fatal. So, das war's.
Oh ne, doch nicht ganz. Ja, unten ist eine Leiter und mit irgendwas könnte man das kaputt machen, keine Ahnung. Ich habe zumindest die Items nicht, oder? Wo ist hier Pause und Select? Alter. So. Flashbomb. Lol, es geht. Oh, behalten wir das. Vielleicht ist das die Schwäche von Forceman. Ja, genau. Ich werde schon eh verkacken. Also, ich muss die Schwäche ausnutzen. Und wenn ich weiß, das Spiel ist hier sauhart. Also, ich finde diesen Mega Man 8 halt wirklich sehr, sehr hart im Vergleich zu den anderen. Oh, da, Alter, du Sack. Mann, ohne die Fehler wäre das Spiel so genial. Egal. Grafik meine ich nicht, das Spiel ist ja schon so genial. Der Himmel ist glaube ich geglitscht, egal. Die krasseste Fahrt haben wir jetzt vor uns. Scheiße. Ja, toll. Jetzt ist es anders als... LOL. Jetzt ist es anders als beim ersten Mal. Erste Fahrt verkackt, zweite nicht. Diesmal... Egal. Doch, wir müssen die Schwäche ausnutzen. Es wird sonst zu hart. Und ich glaube, es wird Flashbomb sein, wenn es schon da so eine Wirkung gezeigt hat bei den Blöcken. Oh Gott, wie geht... Ich muss gegen ihn nicht kämpfen. Ich Trottel. Ich hätte ein neues Spiel machen sollen. Was macht der Kerl jetzt? Ich habe keinen Bock, aber die Intro-Stage zu spielen. Scheiße, Mann. Naja. Echt schade. Nein, ich habe jetzt echt keinen Bock darauf und keinen Nerv, Forceman zu holen. Tja. Alter, die schaffe ich nie im Leben. Die sind so hart. Aquaman, du bist schwul. Nein, Mann, die sind echt hart hier. Ich habe nicht alle ausprobiert, bis jetzt glaube ich alle vier. Aber es ist wirklich schwer. Kann ich das Level hier? Das hat nichts mit Weihnachten zu tun, Kai. Ja, ich weiß. Scheiße. Oh, nee. Ey, komm, das lass mal. Das war's von mir. Euer Kai07.